Das Boot. Bilder wie aus einem Spielfilm. Doch wie es in Wirklichkeit drinnen aussieht, spielte sogar eine Rolle im Bundestag. 1974 befasste sich das Parlament mit den extremen Belastungen der U-Boot-Fahrer. Kaum Bewegungsfreiheit, schlechte Luft, laute Geräusche, hohe Temperaturen. Und das alles bis zu 120 Tagen im Jahr. So leben 22 Männer, vom Torpedomixer bis zum Kommandanten. Ja, kann man denn überhaupt so leben? Wenn man zum Beispiel muss, darf man dann auch? So, wir setzen uns alle hin. Es geht um die Erhaltung der Gesundheit der Soldaten. Und die Bundeswehr ließ sich etwas einfallen. Unter der Bezeichnung Konditionslehrgang wird seit 9 Jahren ein 2-wöchiges Fitnessprogramm angeboten. In den Sportschulen der Bundeswehr in Warendorf und wie hier in Sonthofen. Und wieder hoch zur Kerze gehen. Gymnastik ist das A und O, um seinen Körper wieder unter Kontrolle zu bringen. Und A und O, diese Laute hört man oft in der Sporthalle. Unter Deck braucht man ja nicht allzu viel Klamotten, aber in Bayern legt man schon Wert auf zünftige Ausstattung. Natürlich auch und gerade dann, wenn es um den Sportdress und das Zubehör des Dressmans geht. Ein Kajak steht zwar nicht jedem zur Verfügung, aber ein Fahrrad schon. Und wenn's nur ein Trimrad ist. Der Kreislauf muss wieder in Schwung gebracht werden. Es gibt ja diverse Wellen. Trimming 130 heißt eine davon. Bei der Bundeswehr werden für den Kandidaten noch 30 Punkte dazugelegt. Trimming 160. Für die Sportlehrer der Bundeswehr kommen hier 3 Kernpunkte zusammen. Konditionieren, motivieren und informieren. Stichwort informieren. Wie kann man zu Hause selbst den Puls messen? Hier erfährt man's. Die sportmedizinische Aufsicht ist natürlich vorher, während des Trainings und nachher selbstverständlich. 120 bis 125 zu 80, das ist also ein völlig normaler Blutdruck. Dann müsste ich jetzt nochmal Ihre Lunge abhören. Und obwohl dieser Konditionslehrgang speziell und einzigartig für die U-Boot-Fahrer eingerichtet wurde, eines stellen die Ärzte immer wieder fest. Die Kondition und Konstitution dieser Seeleute ist gar nicht so schlecht, wie man oft befürchtet. Ja, mit offenem Mund kräftig tief ein- und ausatmen. Gut. Ja, danke schön, das wäre es, war alles in Ordnung. Dann der nächste, bitte. Aus 2 oder 3 Booten setzt sich die Crew zusammen, die sich in Sonthofen oder Warendorf aus Kiel und Eckernförde einfindet. Wir holen jetzt unsere Ski. Die Gruppe 1 zieht sie nicht an, Gruppe 2 und 3 zieht sie an, und zwar dort drin auf dieser freien Fläche. Ab, meine Herren, ab. Wer Seebeine hat, hat auch Skibeine, meinte Obermaat Wilms, Smut auf U17. Nun, ganz so einfach ist die Sache mit diesen Brettern nicht. Sonst in 60 Meter Wassertiefe, auf U-Bootsflurplatten stehend, muss man sich jetzt 1000 Meter über dem Meeresspiegel mit dem kristallisierten Wasser zurechtfinden. Die Sportlehrer in Sonthofen oder Warendorf stehen nicht mit jedem auf Du und Du, aber bei den Jüngeren kommt das eben an. Im Sommer sind ganz klar andere Trimsportarten auf dem Programm, aber im Winter bietet Sonthofen das, was auch das Herz eines U-Boot-Fahrers höher schlagen lässt. Es muss ja nicht gerade gleich eine Abfahrt sein oder gar eine alpine Dreierkombination. Der nordisch kombinierte Olympiasieger Franz Keller ist sich als Sportfeldwebel keineswegs zu schade, mit den Anfängern Trocken-Skikurs im Freien zu praktizieren. Skilanglauf heißt das Reizwort im Reizklima von Sonthofen. Denn man kann ihn schneller erlernen und, was besonders entscheidend ist, es gibt so gut wie keine Verletzungen. Und darauf muss es der Bundeswehr ja ankommen. Und schön gleichmäßig den Ski belasten, dann haben wir keine Schwierigkeiten. Die ersten Geh- und Stehübungen im Schnee. Und dann kommt endlich der große Augenblick. In der Loipe können sich die U-Boot-Fahrer richtig gehen lassen.
Die Spur ist zwar manchmal genauso schmal wie der Platz in Ihrem Boot, aber hier eckt man zumindest nicht an. Die Sportschulen der Bundeswehr tun alles, um die etwa 450 Mann der U-Boot-Flottille fit zu halten. Man stellt sich einem freiwilligen Kommandounternehmen, aber es gibt keinen Zweifel daran, dass aus der Kürübung jeder Einzelne seine eigene Pflicht machen sollte.